geht ab, schön, dass ihr wieder dabei seid. Neues Video, neues Spiel, neues Glück. Heute geht es ums Filmen und zwar für jedermann. Was schaffen wir mit so einem Ding, wenn wir zumindest die Basics drauf haben, was die Filmerei angeht, ein wenig Licht haben, ansonsten nur ein iPhone und vielleicht noch den Gimbal für ein iPhone. Heute nicht so viel Zeit, also da wir los müssen, es geht heute nach NRW, da probieren wir das Ganze aus. Und was ich auf jeden Fall mitnehmen möchte, ist der Osmo. Osmo 3 ist das, glaube ich. Ich benutze den einfach viel zu selten, aber genau den nehmen wir mit. Wir nehmen ein iPhone 11 Max mit. Warum wir kein 12er mitnehmen, keine Ahnung, keine Kohle, keine Bedürfnisse, das passt voll. Und wir nehmen Licht mit, ein paar Stative. Und das Mikro. That's it. Und gute Laune nehmen wir auch noch mit. Angekommen in NRW sind wir jetzt bei Katrin. Hallo. Und die Katrin wird uns heute zeigen, wie man einen veganen Weihnachts-Hackbraten macht, genau, ohne Fleisch. Und das Ganze filmen wir mit zwei iPhone 11 Pro Max. 11 Pro Max. Und ob uns für diesen Dreh als das wichtigste Element eine vernünftige Kamera mit einem vernünftigen Objektiv fehlt, so wie uns bei dem Hackbraten als wichtigstes Element das Fleisch fehlt. Das finden wir jetzt raus. Auch wenn das hier keine Kochsendung werden soll, wenn ihr Bock habt, den Hackbraten nachzukochen und vielleicht auch eure Skills am Smartphone zu testen, habt ihr die Zutaten von dem Braten und auch von der Bratensoße. Wir werden jetzt aber nur Ausschnitte zeigen, wie man den Braten selbst herstellt. Unser Setup sah so aus, dass wir eine Softbox hatten, 60 Watt Licht, ein paar Clamps für die beiden iPhones, um zwei Kameraperspektiven zu haben, noch ein wenig mehr Licht, ein stabiles Stativ und that's it. Aufgenommen haben wir mit der Mimo-App von DJI, also kein flaches Profil und kein Log. Ich muss euch sagen, für ein iPhone mit dem kleinen Sensor ist natürlich Indoor eine große Herausforderung. Und um das vorne wegzunehmen, ich persönlich bin nicht zufrieden mit den Aufnahmen. Es ist sehr schwierig, mit geringem dynamischen Umfang Indoor zu arbeiten. Und ihr werdet auch an der einen oder anderen Stelle sehen, dass uns ganz einfach immer noch das Licht fehlt. In der Postproduktion fehlt uns der dynamische Umfang und mehr als ein Weißabgleich und ein kleines Color Grading sind hier nicht möglich. Und ihr müsst stark sein. Ab jetzt kommen Aufnahmen mit dem iPhone gefilmt. Jesus Maria. It's getting cold, just look at the falling snow. This season's greetings, happy meetings, oh, and a little bit of mistletoe. They're decorating the Christmas tree with a star up top for you and me. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. It's Christmas time. Way up north, they're making toys for every little girl and boy who mailed in letters to say they've been better, so much better than the year before. Santa's crossing off every wish, even moms and dads have made the list. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. The sound of sleigh bells. Is
What would you like for Christmas? The sound of sleigh bells on reindeer only come this time of year. With Dasher, Dancer, Prancer and Vixen, run, run, Rudolph, all you will be missed when Santa Claus gets his paw. Und? Wie fandst du's? Würdest du einen Unterschied sehen? Hast du einen Unterschied gesehen? Musst du zum Augenarzt? Keine Ahnung. Wärst du damit zufrieden? Dann kann ich dir sagen, falls du ein iPhone oder ein ähnliches Smartphone besitzt, dann investiere erstmal in Wissen und bilde dich ein bisschen weiter. Schau, worauf man achten muss, wie man belichtet, wie man die Kamera einstellt. Auch am iPhone kann man ziemlich viel einstellen. Und das natürlich auch mit anderen Produkten. Da gibt es die ProTake-Software, die Filmic Pro-Software. Es gibt die Software, die beim Osmo dabei ist. Oder du nimmst gar keine Software und fängst erstmal an, deine Kreativität ein wenig auszubauen. Falls es dir nicht gefallen hat, du brauchst Gear einfach. Du brauchst einfach super coole Objektive. Und falls dir sowieso nicht gefällt, was du hier siehst, schau einfach weiter. Vielen Dank. Und ich werde mir in Zukunft mehr Mühe geben. Can't stop. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf jeden Fall auf den Like-Button, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht wieder auch irgendwas Low-Budgetiges, vielleicht auch wieder etwas anderes. Santa's crossing on